Ich habe mir was Neues gekauft und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe hier schon das Messer, also ich habe es noch nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt gemeinsam und zwar, was ist das? Das ist ganz schön schwer. Tada, ist wieder eine Drohne. Ist jetzt meine vierte, ich konnte nicht anders. Ich habe übernächste Woche habe ich Geburtstag und die musste ich mir jetzt einfach mal kaufen. Wir waren gerade in Frankfurt, da ist ein DJI Store, also wirklich ein Geschäft, ein Laden. Und ja, die hatten da so viele und habe ich mir die gekauft. Auch in der Fly More Combo. Ja, und jetzt werde ich aber auch zwei Stück verkaufen. Also das ist ja die Mavic Air 2 und ich habe die Mavic Air auch im Fly More Combo. Die werde ich verkaufen. Und meine alte Spark, die werde ich auch verkaufen. Dann habe ich nur noch zwei. Dann habe ich die Mavic Air 2 und die Mavic Mini. Und ich denke, die ergänzen sich auch ganz gut. Ja, mit den beiden werde ich dann künftig fliegen. Die anderen zwei kommen weg. So machen wir das. So, und genau, in dem Beitrag will ich euch einmal zeigen, was da so in der Kiste drin ist. Für die, die es noch nicht gesehen haben, es gibt hier ganz viele Beiträge, Unboxing-Beiträge. Und dann zeige ich auch mal, was der Vogel so kann, was man mit dem so machen kann und was der besser kann als meine anderen. Ja, fangen wir mal an mit dem Auspacken. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich wollte ja eigentlich die normale nur, aber mein Schatz hat gemeint, ich soll mir dann doch gleich die Flymore Combo kaufen. Und da habe ich gedacht, oh ja, eigentlich hat sie recht. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann eh vorhat, sich das Zeug nachzukaufen, dann wird es auf jeden Fall teurer. Da sind ja drei Akkus drin und allein so ein Akku kostet, glaube ich, 115 Euro, ein Akku. Und das macht dann den Mehrpreis von 200 Euro natürlich schon wett. Ist auch eine schöne Tasche drin, ein Multiladegerät, ja, und noch ein paar Propeller mehr. So, da kommt sie. Ist ganz schön schwer, das Ding. Also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, meine schwerste Drohne bisher. Ich glaube, die hat fast 600 Gramm. Ist auf jeden Fall über 500 Gramm. Huch, das ist ja nur die Tasche drin. Schatz, das ist nur die Tasche. Aber die ist voll, die ist gefüllt. Und hier noch so ein kleiner Karton. Gucken wir erstmal in die Tasche rein. Die ist schick. Guck mal hier, das ist so ein Kunstleder. Und da steht DJI Mavic drauf. Wirklich schön. Und da sind 1000 Reißverschlüsse. Erstmal hier oben auf. Aha. Ja, und hier ist das gute Stück schon. Da ist die Drohne. Sind diesmal keine Propeller drauf, das kenne ich gar nicht. Also normalerweise sind da immer Propeller drauf. Da ist auch so eine Schaumgummieinlage, das ist schön. Das ist alles schon vorgestanzt, da wo die Geräte dann reinkommen. Dann, was haben wir hier? Ist nochmal ein Karton. Das ist Ladegerät. Ja. Also hier einmal das Ladegerät mit einem USB-Anschluss auch nochmal, um die Fernsteuerung dann auch gleichzeitig zu laden. Die Drohne hat den Nachteil, finde ich, für wenn wir auf der Reise sind, dass wir die eben nicht an einem USB-Anschluss laden können. Deswegen ist für lange Reisen die Mini wahrscheinlich die bessere Wahl. Aber wenn wir mal kurz weg sind oder mittellang weg sind, über ein verlängertes Wochenende auch, wo ich was filmen will, wo ich dann vielleicht auch mal so ein Follow-me-Video machen will, weil mit der Drohne funktioniert das wirklich sehr gut. Die hat ja nochmal einen erweiterten Follow-me-Modus. Da würde ich dann auf jeden Fall die mitnehmen, weil man das mit der Mini eben überhaupt nicht machen kann. Und mit drei Akkus kommt man dann auch schon recht weit. Ja, da sind drei Akkus dabei, einer ist wohl drin. Ja, der sitzt hier oben drauf. Und das sind dann nochmal zwei zusätzliche. Ab. Das sind wahrscheinlich alle nur, ne, ist gar nicht geladen. Die müssen erstmal geladen werden, um sie auch zu aktivieren. Genau, und dann ist hier, das ist noch so
Salz überall drin. Und das ist der neue Controller. Den hat DJI ja komplett überarbeitet. Das war ja vorher so ein kleines schwarzes Gerät. Das ist jetzt von der Bauform größer geworden, aber es ist einfacher und schneller, da startklar zu werden. Liegt top in der Hand, muss man sagen. Hier unten sind die Sticks auch drin. Wie man das von den vorherigen Fernbedienungen auch kennt. Das sind Metallsticks diesmal wieder. Ja, sehr gut. Liegt wirklich gut in der Hand. Und das Smartphone wird hier unten halt jetzt nicht mehr dran geklemmt, sondern das kommt hier oben rein. Ja. Und das Kabel liegt hier so drin. Das wird dann hier so, das kann man ausprobieren. Also das ist die Antenne auch gleichzeitig und hier kommt dann das Smartphone rein. Und jetzt habe ich es schon falsch gemacht. Das ist auch direkt schon das Lightning-Kabel fürs iPhone. Und das kommt dann so hier dran. Und das sitzt bombenfest. Das gefällt mir so eigentlich besser, auch weil ich nicht unten drunter gucken muss und immer was verdecke. Das gefällt mir so eigentlich besser sogar, wenn das Display über den Steuerknüppeln ist, als andersrum. Finde ich ganz gut. Gut. Die Fernbedienung ist ein bisschen größer von der Bauform, aber wenn das aufgebaut ist, inklusive Antenne und so, ist das, glaube ich, gleich groß. Ja, also im zusammengebauten Zustand ist es genauso groß wie die Bedienung vorher. Es ist genauso schwer und es liegt wesentlich besser in der Hand. Ja, muss man sagen. Gut. Ansonsten der Riesenvorteil von der Mavic 2 ist ja die Kommunikationstechnologie. Das basiert nicht mehr auf Wi-Fi. Also nicht mehr über ein WLAN-Netzwerk. Das ist jetzt über OcuSync gelöst. Also all die großen Drohnen von DJI haben das ja auch. Damit kann man kilometerweit fliegen mit der Drohne, auch wenn das in Deutschland natürlich nicht erlaubt ist. Da komme ich dann auch weiter. Und wenn wir mal irgendwo sind, wo man dann auch weiter fliegen darf und wo keine Städte sind, wo freie Natur ist und freie Bahn, dann werde ich das sicherlich auch mal ausnutzen. Genau, so, das ist das. Dann ist hier eben diese Ladeschiene dabei, über die ich das Ladegerät eben anschließen kann und drei Akkus gleichzeitig aufladen kann. Also schon sequenziell nacheinander, aber ich muss nicht umstecken. Ich stecke die alle drei hier dran und schließe das Ladegerät hier an. Und dann werden die sequenziell nacheinander eben geladen. Das ist hier drin. So, das kommt hier alles rein. Muss ich mal gucken, wie das alles da reinpasst. Die Akkus müssen ja auch noch rein. Und was ist hier vorne noch? Hier ist dann nichts drin. Nein, da kann man das Handy dann eben reinmachen oder was auch immer. Oder die Propeller, genau. Das wird ja hier jetzt wahrscheinlich drin sein noch. Genau, hier sind Propeller. Hier sind ja auch gar keine drauf. Eine ganze Reihe Schutzaufkleber drauf. Hier sind die Props drin. Ein Propguard gibt es diesmal nicht, habe ich auch nicht gesehen im Zubehör, dass man das irgendwie dazu bestellen oder extra bestellen kann. Ist ja eigentlich auch Quatsch. Also ich bin mit keiner meiner Drohnen bisher Indoor geflogen. Klar, den Anwendungsfall gibt es natürlich. Von daher denke ich, dass man es eigentlich auch nachbestellen kann, aber bisher habe ich es noch nicht gesehen. Genau, das sind zwei Packs mit Propellern, also nochmal ein kompletter Satz als Reserve. Und das, ach nee, das sind mehr als zwei Sätze. Genau, das sind jetzt, muss ich gucken, das ist, das sind alles links drehen und das sind rechts drehen, da alles komplett, oder was? Das schaut so aus. Dann sind das drei Sätze Propeller, die dabei sind. Genau, das sind die mit Ring, das sind die ohne Ring. Und das sind sechs Stück jeweils. Das heißt, drei komplette Sätze Propeller. Dann hier ja, Dokumentation, wobei das ja wirklich nur so Quick-Start-Guides sind. Und die Garantiebestimmung, da lädt man sich oder muss man sich aus dem Internet die komplette Anleitung online runterladen, also als PDF.
Den kannst du dann ausdrucken oder was auch immer. So, jetzt versuche ich mal die Propeller dran zu machen. Ich denke, das ist nochmal interessant, wie die Drohne dann komplett aussieht. Die hole ich mal hier raus. Ich glaube, so einen Satz würde ich dann auch in die Tasche tun, dass ich den immer dabei habe. Die Propeller, die haben eine interessante Form. Die sind hier nochmal so geschwungen, die gehen nach oben und haben hier so eine Spitze. Das soll den Lärm extrem abmildern. Ja, also das sind so die neuen Flüsterpropeller, die um einiges leiser und angenehmer sein sollen für die Ohren, weil ist ja nicht mehr so, dass man gern gesehen ist mit so einer Drohne. Ja? Also mittlerweile wird man ja weggejagt oder wird blöd angeguckt, ja? Also mit der Drohne. Ist man nicht mehr der King am Stellplatz oder egal wo. So, ja, aufklappen. Erstmal die nach vorne, klar. Und dann die nach hinten weg. Ganz schöner Apparat, oder? Also die ist schwerer, na klar, als die. Also die ist gut doppelt so schwer, ist er auch, wie die Mini. Und die ist auch ganz schön groß, muss man sagen. Also da sind auch Sensoren nach vorne, Sensoren nach hinten. Also da kann auch wenig passieren. Die hat hier unten auch ein Licht. Ja, also wenn die landet und ist nicht hell genug, macht die auch die Laterne an. Ja. Das sind die Sensoren nach unten. Nach oben hat sie keine und zur Seite eben auch nicht. Das ist hier der Akku. Der wird hier, das ist ja bei jeder Drohne anders. Geht gar nicht. Geht denn das? Schatz. Ah, der wird gar nicht irgendwie weggeklappt, sondern wirklich senkrecht hochgezogen. Man muss dann hier so einrasten, dass beide Knöpfe draußen sind. Hier ist der Gimbal-Schutz. Ja. Bei Achsengimbel sind auch nochmal Baba dran. Auch mal ab. So, jetzt habe ich glaube ich alles. Ja. Ja, sieht aus wie eine große Mavic Mini, würde ich sagen. Ne? Da sind auch noch Aufkleber, meine Güte. So, dann nehmen die noch ab. Und dann kommen die mit dem Ring, kommen hier drauf, auf die Ärmchen, wo entsprechend auch dieser Ring angedeutet ist. Und die anderen, die ganz schwarzen, kommen hier auf die schwarzen Motoren. Müssen wir dann auch nochmal kontrollieren, ob die richtig sitzen. Das tun sie. Ja, das ist jetzt hier wieder so ein Schnellspannmechanismus, den hat man ja bei der Mini nicht. Da hat man extra einen Schraubenzieher dabei. Der ist jetzt hier wieder enthalten. Ja, hat eine ganz schöne Spannweite, der Kollege, oder? Aber schick. Schick sieht's aus. Gefällt mir. So, zusammenklappen. Die kommen so, die Props zusammen und die dann nach hinten entsprechend. Die sind auch ein bisschen fester als bei der Mini. Ja. So, dann kommt hier der. Ja, da ist noch ein Aufkleber, da ist der verrückt. Das steht aber bestimmt auch irgendwo, wo die alle sind. Ja, dass man da einen vergisst und der Vogel fliegt, stürzt vom Himmel. Schnell nochmal durchgucken, dass ich alle erwischt habe. Mal den werden wir jetzt auch bald in die Luft lassen, oder? Schatz? Willst du auch mal fliegen? Nee. So, und so kommt er dann in die Tasche. Ne? Kann man dann auch mal zeigen. So sieht das aus. Wenn alles drin ist, müssen wir dann nochmal. Also es passt alles gerade so. Ja, hier kommen die Akkus dann noch rein. Das Ladegerät. Mal gucken, wie ich das da alles reinmache. Dann hier dieser Ladeadapter zu
so machen. Hier vorne kommen dann noch die Propeller rein. Also wie gesagt, einen Satz würde ich, einen kompletten Satz würde ich da rein tun. Man weiß ja nie. Und einer kommt ins, in die Werkstatt. Ja, die Drohnenwerkstatt. So, ja. Das noch ab. Dann machen wir hier gut Messer. Das auch ab. So, dann kann's losgehen. Schick. Achso, was noch dabei war, da ich das ja im Geschäft gekauft habe, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das online bestellt, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Also, da gibt es kostenlos eben die Drohnenkennzeichen dazu. Ja, also da ist so ein QR-Code eben drin, den kann ich abscannen und dann kann ich mir kostenlos, muss ich eben die entsprechenden Angaben zur Person machen. Und dann schicken die mir, also dann tun sie hier entsprechende feuerfeste Kennzeichen, Laser gravieren und schicken mir die zu, die ich dann natürlich an der Drohne noch anbringen muss. Weil die ist ja schwerer als 250 Gramm und damit kennzeichenpflichtig. Versicherung habe ich schon. Ich kann ja mit meiner Versicherung 3 Drohnen versichern. Da nehme ich eine raus jetzt. Also das ist auf jeden Fall die Mavic Air 1, die ich auf jeden Fall verkaufen werde. Die nehme ich raus und nehme dafür die Mavic Air 2 rein in die Versicherung. Genau. Und damit ist die dann versichert. So, das räumen wir auf und lassen den Vogel mal in die Luft. Bis gleich. Hast du nicht eine Kleinigkeit vergessen? Was denn? Der Preis! Ach, ich habe den Preis vergessen. Ja, aber das könnt ihr ja überall nachschlagen. Also die Drohne kostet im normalen Set, das ist dann Drohne, Fernbedienung, Ladegerät, ohne diese Ladeschale, auch nur ein Akku ist dabei, keine Tasche. Da kostet die genauso wie viel wie früher die alte Mavic Air, die 1er gekostet hat, 849 Euro. Im Fly More Set ist er nochmal 200 Euro teurer. Das heißt, da kostet die 1049 Euro, haben wir jetzt bezahlt für die Drohne. Genau, ist genau der gleiche Preis wie vorher die alte Mavic Air und ich denke, das ist ein super Preis, weil die ja wirklich einiges mehr kann. Ja, die ist ja wirklich top. Also die hat diesen OcuSync Kommunikationstechnologie zur Kommunikation zwischen der Drohne und der Fernbedienung, was ja wesentlich besser ist als WLAN. Und sie hat eben diesen erweiterten Follow-Me-Modus, diesen Active Track 3 heißt der, glaube ich. 3.0, der sich auch ganz stark verbessert hat gegen dem vorher. Also da kann man durch den Wald rennen und die Drohne fliegt zwischen die Bäume, zwischen den Bäumen durch und verliert dich nicht aus dem Sichtfeld. Also da habe ich schon phänomenale Aufnahmen und Testberichte im Internet gesehen. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das echt so gut ist. Ja, da schauen wir mal, da können wir spektakuläre Aufnahmen machen demnächst. Alles klar, dann schauen wir uns das mal an. Bis gleich. Ich habe die Drohne eingepackt. Ich habe heute früh noch die Versicherung abgeschlossen, alles. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, ist das Drohnenkennzeichen. Das habe ich heute bestellt. Ja, es ist heute ein bisschen windig. Ja. Also mit der Mavic Mini würde ich schon auch noch fliegen, aber die wird das schon merken. Die wird das schon abgetrieben werden. Nee, nicht ganz so einfach, aber der Mavic Air 2 traue ich da wesentlich mehr zu. Ja, hat ja wesentlich mehr an Masse, ist auch ein bisschen größer. Oder ein bisschen größer, ist schon um einiges größer. Ja, wir gehen an denselben Fleck, wo ich damals auch die 3 Drohnen habe fliegen lassen, wo ich das Vergleichsvideo gemacht habe. Ja, und dann fliege ich mal so ungefähr dieselbe Route. Und genau, im Rückweg probieren wir dann mal so ein bisschen Follow Me aus. Also dieser Active Track Modus. Active Track 3.0. Mal gucken, wie sich das alles bewährt. So, jetzt sind wir gleich da und dann geht's los.
Klappt alles, Schatz? Ziemlich gut. Wieder in der Tasche. Die Tasche wird übrigens nie größer, obwohl das, was drin ist, immer größer wird. Ich habe jetzt dreimal die gleiche Tasche. Einmal für die Spark, einmal für die normale Mavic Air und jetzt für die Mavic Air 2. Die Drohnen sind jeweils immer ein bisschen größer, jetzt auch die Fernbedienung, aber die Tasche ist gleich geblieben. Ist ganz schön eng. Ja, ist gut geflogen. Active Track habe ich jetzt nicht bis an die Grenzen ausgetestet. Ja, bin jetzt nicht durch den Wald gerannt, also auf freiem Feld, aber es hat sehr gut funktioniert, war nicht anders zu erwarten. Ansonsten die Drohne, die geht ganz schön ab, oder? Ja. Also wie die sich in den Himmel schraubt, so schnell war noch keine. Also so schnell oben, aber auch so. Also die ist schon eine Rakete und das im Standardmodus, im Sportmodus ist sie ja noch mal schneller. Ja, aber leise ist er auch nicht. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen leiser ist. Es sind ja die Flüsterpropeller drauf, die Flüsterprops. Sie ist nicht so aggressiv wie die Mavic Mini, das stimmt schon. Ja, der Ton ist tiefer. Aber gerade wenn man jetzt die Hebel ganz nach vorne drückt, um Höhe zu gewinnen oder um Fahrt zu gewinnen, da macht die schon ganz schön Rabatz. Ja, aber ein schönes Gerät. Ich bin jetzt mal gespannt aufs Videomaterial, wie das aussieht. Ich habe in 4K mit 30 Frames per Second im HDR-Modus gefilmt, habe auch nicht gewechselt. Also jetzt alles in der gleichen Auflösung, im selben Modus. Bin ich sehr gespannt, wie das aussieht.
Also, bis dann. Ach so, das Videomaterial kommt jetzt. Mehr über ein WLAN-Netzwerk, sondern das geht jetzt über, wie heißt das? OcmoSync. Bei den Propellern, die haben hier an der, also die haben eine interessante Form, die sind hier nochmal so geschwungen und haben hier nochmal so, was machst du? Ich will das ja filmen. Die anderen zwei kommen weg. Das ist sehr klar. So machen wir das. So, warum geht das jetzt nicht auf? Muss man vielleicht ein bisschen rütteln? Nee, da tut schon mal nichts. Ach, da sind noch Aufkleber. Eieieiei. So, das muss alles mal ab. Bappen sie da immer das Zeug da dran. A, B, A, B.